Ist das nicht schön? Diese Sonnenuntergänge im Frühling mag ich ja ganz besonders gerne, ne? Aber ich habe keine Zeit zum Zugucken. Ich muss nach Hause. Ich muss meine Tomaten langsam in die Erde bringen. Sie gucken sich den Vorspann an und wir sehen uns dann gleich bei mir zu Hause. Bis gleich. Gucken Sie noch einen Moment. Angekommen, da bin ich, bei mir zu Hause. Diese Sonnenuntergänge sind toll, oder? Ich mag das ja. Naja, so, kommen wir mal zu meinen Tomaten. Jetzt ist eine Aussaat von Tomaten nicht unbedingt so ein Hexenwerk. Das ist genauso wie bei Salat, ne? Erde in den Topf, Saat rein, bisschen Erde drauf, Wasser drauf, warten, wächst. Ich wollte Ihnen aber zumindest erzählen oder erklären, was ich dieses Jahr für Tomatensorten aussehe. Es sind dieses Jahr 13 Stück. Letztes Jahr bin ich so ein bisschen mit den Tomaten auf die Nase gefallen, um ehrlich zu sein. Letztes Jahr habe ich, ich glaube, auch irgendwie 12 Sorten gehabt oder sowas. Und habe allerdings sämtliche Samen ausgesät, hatte dann irgendwie 70 Pflanzen. War ein bisschen viel. Werde ich dieses Jahr ein bisschen mich zurückhalten. So, ich habe das ist jetzt hier mal so ein bisschen aufgeteilt in drei verschiedene Kategorien. Das sind einmal hier oben, habe ich sechs Sorten Freilandtomaten. Ich erkläre Ihnen gleich so, was das für Sorten sind, wie die aussehen. Dann habe ich hier vier so Spezies. Komme ich auch gleich zu den Sorten. Das sind für mich halt Spezies, die kommen zwar ins Gewächshaus, sind aber ein bisschen speziell. So, und dann kommen wir zu meiner Hauptgruppe in diesem Jahr. Das sind die Buschtomaten. Hier habe ich eine Buschtomate Balkonzauber, heißt die. Ja, eigentlich eine ganz normale Tomate, die wird ungefähr so einen halben Meter hoch. Also gut geeignet für Balkon oder auch Terrasse, wo sie dann bei uns auch hinkommt. Kriegt lauter so kleine niedliche Früchte dran. Fand ich total interessant, habe ich mir gedacht, die musst du mal ausprobieren. Schauen wir mal. Dann hier was ganz Besonderes. Lime Green heißt die. Das ist eine Tomate, die innen grün ist und außen gelblich-grün, wird aber auch nur so 50 cm hoch, auch halt für Terrasse oder Balkon geeignet. Bei uns auch, kommt auf den Balkon bzw. im Garten auf die Terrasse, sodass jeder von uns dann da einfach mal vorbeilaufen kann und kann sich mal fix ein Tomatchen pflücken. Und dann habe ich was gefunden. Auch für den Freilandanbau, also so wie auch die Buschtomate und die Lime Green, Johannisbeertomate. Da war ich ja erst so ein bisschen erschrocken, weil da stand, als ich das durchgelesen habe, wird bis zu einem Meter hoch und braucht nicht mal ausgegeizt werden. Macht man ja bei den anderen Tomaten, ne? So. Dann habe ich mich ein bisschen weiter informiert. Also diese Buschtomate, Johannisbeertomate, wird wirklich einen Meter hoch und bis zu einem Quadratmeter Platz braucht die. Gut, habe ich gedacht. Ich habe in meinem Garten eine große Tonne. Da wollte ich eigentlich dieses Jahr die Zucchini reinmachen. Da kommen dann dieses Jahr die Dinger rein. Und da können die auch wuchern, wie die wollen. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so passiert und ob das auch wirklich so stimmt, was die einem da so erzählen. Ne? So. Kommen wir zu der zweiten Gruppe. Die zweite Gruppe sind so meine Spezies. Das sind, sage ich mal, Spezitomaten, die ich entweder schon mal hatte, beziehungsweise die ich einfach mal ausprobieren möchte. Ausprobieren möchte ich Ochsenherztomate. Schwärmt meine Mama von. Meine Mama hat sich irgendwann mal eine Pflanze davon gekauft und die findet die so toll und das sind so tolle Tomaten. Und habe ich gesagt, gut, Mutti, wenn du sagst, die sind gut, dann probiere ich die aus. Also Ochsenherztomate. Kommt allerdings ins Gewächshaus, weil die mag Regen nicht. Das gleiche gilt für eine Riesenfleischtomate. Die ist auch nicht Freiland geeignet. Die baue ich hauptsächlich an, um
Also wirklich Riesenfleischtomate. Da kann die Tomatenpflanze, die Tomate selber bis zu 1 Kilo schwer werden. Bin ich gespannt. Baue ich eigentlich nur an, weil ich Soße machen will und dafür natürlich mehr Tomaten brauche. Ganz einfach. So, dann kommen wir zu meinen zwei Bekannten, die ich im letzten Jahr auch schon hatte. Die eine, die fand Flo total toll. Ich auch gut, aber Flo ganz besonders. Das war die Tigerino. Das ist eine rote, dunkelrote mit grünen Streifen drin. Total schöne Tomate. Und die hat auch einen unheimlich guten Ertrag. Das Problem ist, wir hatten die letztes Jahr in unserem Gewächshaus. Da soll sie ja auch wieder hin. Aber wir hatten letztes Jahr, also wir haben ein relativ kleines Gewächshaus. Dieses kleine Gewächshaus musste letztes Jahr, ich glaube, 6 Tomatenpflanzen, nee, 8 Tomatenpflanzen beherbergen, was zur Folge hatte, dass sie sich so ein bisschen erdrückt haben. Gut, nun war Tigerino ziemlich stark, aber hat nicht ganz so viele Früchte abgeworfen. Da hoffe ich in diesem Jahr, dass wir das so ein bisschen anders hinkriegen. Und mein Liebling, Bolzano. Bolzano ist eine ungefähr so große, gelbe, fast orange Tomate. Super lecker, super toll, vor allen Dingen für Salate. Hat mir wunderbar gefallen, habe ich gesagt, die mache ich dieses Jahr auch. Die kommt auch ins Gewächshaus. Ich sage das jetzt so ein bisschen komisch, weil ich habe mit den ganzen Tomaten und einigen Tomatenpflanzen auch noch etwas vor. Das sehen Sie dann aber in einem zweiteren Teil ist auch schön, zweiten Teil. Wie gesagt, das erkläre ich Ihnen dann. So, jetzt kommen wir zum größten, zur Freilandtomate. Da ich mir gleich erstmal 6 Tomatenpflanzensorten ausgesucht, weil ich finde das sehr interessant. Früher hieß es immer, Tomaten kannst du nicht draußen, die kriegen Braunfäule und. Heute gibt es haufenweise Sorten für den Freilandanbau, also probiere ich das doch mal aus, oder was? Da habe ich hier Gardeners Delight. Klingt schon toll. Ja, die ist halt Freiland geeignet und wird bis zu 3 Meter lang. Gut, jetzt kann das jede Tomate. Jede Tomatenpflanze kann bis zu 3, 4, 5, 6, 7 Meter hoch werden. Sie muss nur die Möglichkeit zu haben. Und die Möglichkeiten geben wir denen dieses Jahr. Wie gesagt, gibt ein extra Video dazu. Dann habe ich hier eine Hellfrucht, heißt die. Ist auch lustig. Ist eine Freiland-Fleischtomate. Bin ich ja mal gespannt, wie die sich so macht. Kann halt auch sehr hoch werden. Bei mir sollen sie nicht. Soll die jetzt nicht ganz so hoch werden? Also ich teile das so ein bisschen auf. Aber wie gesagt, zweiter Teil. Dann haben wir eine Stabtomate. Auriga. Auch sehr schön. Genau das gleiche. Kann schön groß werden. Wuchshöhe steht hier bis zu 1,50 Meter. Das ist die, die wirklich auch nichts mit irgendwie Ranken zu tun hat oder sonstigem. Die kommt wirklich an Stäbe draußen und dann kann sie wachsen. So. Fantasio. Die haben einen tollen Namen, oder? Ja, Fantasio ist ähnlich. Kann bis zu 200 Gramm schwere Früchte bekommen. Allerdings auch so, ne? Also wäre ein bisschen fester. Das ist das Gute daran, weil auch die hätte ich gerne für meine Soßen. Denn ich will dieses Jahr sehr, sehr viel Tomatensoße fertig machen. Vielleicht auch ein bisschen Ketchup. Da bin ich noch ein bisschen am Tüfteln, ob ich das hinkriege. Aber ich probiere mich da ja aus. Ne? So, jetzt kommt's. Dann habe ich mir noch eine Deberau. Toller Name. Hätte man eigentlich draufschreiben können, das sind ovale Tomaten. Nein, man gibt ihr einen tollen Namen. Aber gut, schauen wir mal, was das so wird. Wie gesagt, ist auch eine Stabtomate, auch für draußen. Einfach mal wachsen lassen in diesem Jahr. Tja, und als letztes, sehr süßer Name, Rutje. Finde ich schön. Allerdings ist Rutje eine Frucht, die nicht wirklich sehr, sehr groß wird. Die Früchte sind sehr, sehr klein. 40 bis 55, knapp 60 Zentimeter, ist auch schön, Gramm schwer. Also wirklich eigentlich auch eine Snacktomate. Aber es ist eine Rispentomate. Und auch die ist fürs Freiland geeignet. Musste ich ausprobieren. Ja, so. Dann werden wir mal loslegen. Ich habe wieder meine Stäbchen hier vorbereitet. Ne? Überall den Namen drauf. Es kriegt jetzt jede Sorte.
bekommt einen Topf, weil es ist einfach für mich viel einfacher, jeden einzelnen Topf, anstatt das in die Saatpaletten und nein. Ich verpflanze das dann nachher, beziehungsweise ich pikiere, heißt das ja so schön. Und fertig ist. Donnerwetter, hier habe ich also, da muss ich die Handschuhe ausziehen. Hier werde ich wieder, also, da werde ich reich an Tomaten. Das ist übrigens Bolzano, die ich jetzt aussehe. Stäbchen rein. Zack. Und dann freuen wir uns, dass da auch Samen drin sind. 6 Stück. 6 Stück, die nicht alle raus wollen. Eine bleibt noch drin. Wie gesagt, das ist diese gelbe. Die finde ich total schön. Gucken Sie mal, wie klein. Ich weiß gar nicht, ob Sie das mit der Kamera überhaupt sehen können. Und dann ist es schon erstaunlich, wie riesig die Pflanzen und auch die Früchte nachher dran werden, oder? Ich finde das ja Wahnsinn. So, jetzt kommt mal her, ihr Lieben. Die, wie gesagt, die kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal Tomaten selber aussehen wollen. Die schmeckt einfach toll, die ist Bombe. Von daher, ja, und trauen Sie sich ruhig. Tomatenanbau ist gar nicht schwer. Man muss nur die Samen rauskriegen. Da ist er, der letzte. So, ich nehme jetzt immer noch so ein bisschen Erde. Angedrückt habe ich die Erde, die jetzt im Topf ist, und obendrauf streue ich einfach nur noch so ein bisschen Erde. So. Und schon bin ich fertig. Ganz zum Schluss gieße ich nachher nochmal Wasser drauf. Ich würde sagen, ich gebe mir mal ein bisschen Mühe, ich mache das eben fertig. Wir sehen uns dann gleich nochmal zum Ende wieder, wenn ich das alles fertig gemacht habe. Und dann warten wir einfach, was da kommt. Nee, bis gleich. So, jetzt kommt deine Tigerino ins Spiel. So, also wenn Sie sich jetzt mal so die Töpfchen angucken, in manchen ist sehr viel drin, in einigen wiederum echt wenig. Das liegt irgendwie am Anbieter. Manche sind großzügig, manche eher nicht. Ich habe auch schon unter einem Video stehen, dass wo ich dann meine Samen kaufe. Jetzt habe ich mich mit einigen Anbietern in Verbindung gesetzt, und habe mal nachgefragt, ob ich deren Namen nennen darf, sprich auch ein bisschen Werbung machen darf. Es gibt Anbieter, die wollen das, und dann gibt es offensichtlich die Anbieter, die das nicht wollen, beziehungsweise die der Meinung sind, sie brauchen das nicht. Also habe ich mich entschieden, da ich eigentlich eh keine Werbung machen möchte, gar keinen meiner Anbieter zu nennen. Nee? So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Erde drauf, wie Sie sehen. Ganz locker. Das reicht dann auch. Und dann heißt es eigentlich nur noch warten. Ich habe übrigens wieder den gleichen Fehler gemacht wie letztes Jahr. Konnten Sie ja eben sehen. Ich habe alle Samen aufgebraucht. Gut, hat dann zur Folge, dass ich in diesem Jahr wahrscheinlich doch wieder sehr, sehr viele Tomatenpflanzen haben werde. Was aber nicht schlimm ist, weil die kann man ja schon verarbeiten. Und es gibt ja auch noch meine Familie, die sich auch immer freuen, wenn ich Tomatenpflanzen vorbeibringe. Und die sie dann selber anbauen können. So, ein bisschen Wasser. Und schon war es das. Tja, das sind meine insgesamt 13 Tomatensorten. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für Sie. Bleiben Sie mir bitte treu. Ich freue mich im Moment tierisch, weil mein Kanal, der wirklich mal ganz mini angefangen hat, wird immer größer. Also machen Sie ruhig ein bisschen Werbung für mich. Würde mich tierisch freuen. Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns nächste Woche, da gibt es den Rückblick vom März, ist auch wieder eine Masse passiert. Und dann gucken wir irgendwann mal auf die Tomaten. Bis dahin, schönen Sonntag.
So, ihr Lieben.